die Japaner durfte man sich auch nach 94 gespielten Minuten noch wundern. Sie lächelten und scherzten mit ihren Gegnern. So mag man es vom letzten asiatischen Vertreter im Turnier erwartet haben. Nach diesem 2-Doppelpunkt-3, in dem sie den großen Favoriten Belgien recht nah an der Verzweiflung hatten und erst im letzten Angriff K.O. gingen, wären auch ganz andere Reaktionen berechtigt gewesen. Vor allem in der zweiten Halbzeit lieferten sich beide Mannschaften einen Schlagabtausch höchster Intensität. Wie auf Knopfdruck hatten sich kurz nach der Halbzeitpause die taktischen Grundmuster gelöst, was vor allem an den Japanern lag, die mit einer Spaßfußballoffensive die Belgier regelrecht verwirrten und deren Fehler gnadenlos bestraften. Ausgerechnet Genki Haraguchi, den Hertha BSC zu Hannover 96 ziehen lässt, startete den wilden Schlagabzug. Nach einem belgischen Ballverlust in der 48. Minute schalteten die Japaner pfeilschnell um, Haraguchi tauchte vor Thibaut Courtois auf und schoss ins linke Eck. Belgien wird wütend, die jetzt frei werdende belgische Wut hätte fast eine Minute später für den unmittelbaren Ausgleich gesorgt. Kapitän Eden Hazard, der sich in der ersten Halbzeit wie seine Kollegen im japanischen Dickicht verfangen hatte, kam aus zentraler Position zum Abschluss, traf nur den Pfosten. Und weil Vincent Kompany einen langen Ball mit dem Kopf zu kurz abwehrte, initiierte Shinji Kagawa den nächsten japanischen Wirbel. Takashi Inoue vollendete aus rund 20 Metern, 52. Man konnte den Belgiern anmerken, wie sich die Panik in den Muskeln, Sehnen und vor allem in der Psyche festsetzte. Zwei Tore wirkten wie eine mächtige Bürde, auch für dieses Team der Hochveranlagten. Es wäre ja auch nicht der erste Favoritenstolz gewesen. Doch so sehr es den Japanern zuvor gelungen war, die Belgier zu wehren, so anfällig sie auch in der eigenen Defensive. Nach einer Ecke landete ein verunglückter Befreiungsschlag bei Jan Vertonghen, der mit einer Kopfballbogenlampe aus 18,6 Metern minus der größten WM-Kopfballtorentfernung seit der statistischen Erhebung minus die belgischen Hoffnungen in der 70. Minute wiederbelebte. Vier Minuten später war es wieder der Kopf, von dem der Ball ins japanische Tor flog. Diesmal sehr konsequent gestoßen von Marouane Fellaini aus 5 Metern. Vor allem die Japaner die Verlängerung herbeisehnten, nahmen die Belgier den letzten, spielentscheidenden Anlauf. Kevin De Bruyne trieb den Ball durchs Mittelfeld und setzte Thomas Meunier in Szene. Dessen Flachpass in die Mitte ließ Romelu Lukaku durch Sinisa Shadli, die in der 4. Minute der Nachspielzeit zur Entscheidung traf. Rostov am Don, wenn du den Titel willst, brauchst du Geduld. Ich denke, wer uns hat spielen sehen, der weiß jetzt, was die Mannschaft will, sagte Belgiens Mittelfeldstar Kevin De Bruyne im Nachgang der Partie und gab sich betont souverän. Er war es auch, der den finalen Konter in der 94. Minute mit initiiert hatte. Nach einem Eckball der Japaner griff sich Torwart Thibaut Courtois den Ball aus der Luft und warf ihn De Bruyne in den Lauf. Der ehemalige Wolfsburger nahm Fahrt auf und spielte den Ball auf den Flügel. Von dort kam sofort die Hereingabe in die Mitte und Belgiens Sturmtank Romelu Lukaku ließ den Ball geistesgegenwärtig durch. Am langen Pfosten wartete dann der mitgelaufene Nenase Shadli, der nur noch einschieben musste. Ein Traumtor, wie am Reißbrett entworfen, die Roten Teufel siegten damit nach 0:2 Rückstand mit 3:2. Belgien steht nun im Viertelfinale und trifft am Freitag, 20 Uhr, in Kasan auf Brasilien.